Wisst ihr, das war mal ein ganz herrliches Land. Ich kann nicht verstehen, was auf einmal damit los ist. Tja, Mann, alle haben sie Schiss, dass es was los ist. Ja, wir können noch nicht mal in ein zweitklassiges Hotel rein. Ich meine, ein zweitklassiges Motel, verstehst du? Sie denken, wir schneiden ihnen die Kehle durch oder sowas, Mann. Sie haben Angst vor uns, ja? Sie haben keine Angst vor dir. Sie haben Angst vor dem, was du für sie repräsentierst. Ach, Mann. Alles, was wir für sie repräsentieren, ist nur jemand, der sich nicht die Haare schneidet. Oh nein. Was du für sie repräsentierst, ist Freiheit. Was haben sie denn gegen Freiheit? Darum dreht sich doch alles. Ja, ja, das ist richtig. Darum dreht sich wirklich alles. Aber von Freiheit reden und wirklich frei sein, das ist nicht dasselbe. Ich finde, es ist wirklich schwer, frei zu sein, wenn man verladen und verkauft wird wie eine Ware. Aber wehe, du sagst jemand, er sei nicht frei, dann ist er sofort bereit, dich zu töten oder dich zum Krüppel zu schlagen und zu beweisen, dass er frei ist. Oh ja, sie reden und reden und reden über individuelle Freiheit. Aber sehen sie dann ein freies Individuum, kriegen sie es mit der Angst. Sie werden vor Angst nicht gerade weglaufen. Nein, aber es macht sie gefährlich. Österreich, Schweiz. Das mittlere Wort von deinem CD-Titel auf Freiheit. Was bedeutet das für dich, Freiheit, ganz persönlich? Freiheit ist ganz einfach das Hexte, was man überhaupt haben kann. Das Beste, was gibt, das Wichtigste, was es auch gibt. Also, ob das jetzt eine innere Freiheit ist, dass man sich selbst keine Zwänge unterordnet oder sich von außen keine Zwänge unterordnen lässt, oder natürlich die Freiheit. Wie geht das denn eigentlich so? Was, das klingt immer so leicht, finde ich. Wie machst du das? Das geht natürlich in einem gewissen Maße. Natürlich in unserer Gesellschaft muss man sich irgendwelchen Normen unterordnen, aber ich bin halt der Meinung, dass man sich nicht jeder Norm unterordnen muss. Und solange man das, ich versuche halt möglichst frei zu sein. Und heute heißt ja, haben wir eigentlich viele Freiheiten. Ist es da dann leicht, die innere Freiheit zu haben oder vielleicht sogar schwerer? Bin mir gar nicht sicher, ob wir so viele Freiheiten haben oder ob es uns bloß vorgeben wird, dass wir sehr viele Freiheiten haben, weil wir stehen natürlich unter sehr viel Beobachtung. Wir werden also mit Handy und Internet und so, wir sind ja verfolgbar mehr oder weniger und ortbar und also ob wir so frei sind wirklich, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, darum ist es sehr wichtig, dass man sich innerlich möglichst frei macht.